willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Kaiserslautern Karriere im Football Manager 2021. Ja, in der letzten Folge haben wir es geschafft, uns an Platz 1 an 1860 München ranzukämpfen. Wir sind mittlerweile nur noch einen Punkt hinter dem ersten tatsächlich. Haben zwar noch keinen großen Vorsprung auf Platz 4 bzw. Platz 3, aber immerhin ein ansehnlichen, keine Ahnung, also zumindest einen kleinen Vorsprung haben wir. Und wir sind, wie schon gesagt, an 1860 München dran. Und in diesem Part haben wir wieder das gleiche vor wie in den letzten Folgen. Wir wollen vorankommen und wir wollen natürlich an den zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen. 3-1 gegen Zwickau, 4-1 gegen Magdeburg. Jetzt geht es wieder gegen Ostklub, diesmal gegen Halle. Da wollen wir natürlich wieder so performen. Danach gegen Lübeck und dann das Spitzenspiel gegen Saarbrücken. Das sind die Spiele, die wir in dieser Folge machen werden, denke ich mal. Ich habe schon gesehen, der Youth Intake ist bald. deswegen können wir eigentlich trotzdem, also deswegen machen wir nur die drei Spiele, weil ich glaube, das würde zu viel werden, wenn ich die Folge mit 5 Spielen bepacke und den Youth Intake. Deswegen machen wir nur bis zum Spiel gegen Saarbrücken. Und in der nächsten Folge muss ich das irgendwie anders lösen. Weiß ich noch nicht genau, wie wir das da machen. Wahrscheinlich machen wir dann einfach Duisburg oder Haching und dann 1860 München. Und dann haben wir noch 3 Saisonspiele. Und dann ist die Saison tatsächlich schon vorbei. Und ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal voran zum Youth Intake. Gucken wir uns an, was da so für Talente gefunden wurden. Und danach schauen wir uns die Highlights von dem Spiel gegen Halle und Lübeck an. Also ich muss sagen, er ist schon eigentlich ziemlich gut ausgefallen, wie ich finde. Wir haben einige Top-Talente, vor allem für die dritte Liga. Wir haben mit José Montero einen sehr guten Angreifer, der stand noch Angreifer, sehr guten Innenverteidiger. Alter, 17er Einsatzfreude, 17er Mut. Na gut, Mut muss jetzt nicht immer gut sein, aber 15er Zielstrebigkeit, Sprunghöhe. Der Typ ist ein Biest. 1,96 hoch. Ich glaube, der wird richtig geil. Der wird uns in Zukunft noch richtig viel Spaß machen. Ein sehr gutes Talent ist er auf jeden Fall. Angeblich ist Philipp Momo. Was ist mit ihm? Tolles Talent, aber noch weit von der Erstmannschaft weg. Ja, der ist auch okay. Aber an sich, die Werte sehen bei den allen gar nicht so schlecht aus. Arne Plos sieht eigentlich auch echt solide aus. Der kann das, was er können muss, mehr oder weniger. Abschluss vielleicht noch ein bisschen schwach. Dann haben wir noch Andrea Coccia. Ich kann leider kein Italienisch, aber es klingt sehr italienisch. Andrea Coccia, glaube ich. Für den Innenverteidiger auch Top-Werte, aber ist ein bisschen klein. Den müsste man wahrscheinlich umtrainieren auf einen Sechser. Könnte das aber auf jeden Fall spielen als Ballerobernder. Oder wir spielen ja aktuell als defensive Mittelfeldspieler. Könnte der auf jeden Fall. Und ich denke mal, da ist es auch gar nicht so schwer, den dahin umzutrainieren. Auch Superman Ahmet Yildirim. Auch sehr guter Sechser, gut, bisschen komische Position, die er hier abdecken kann. Wie groß ist er? 1,74. Aber von den Werten her sehe ich den fast schon offensiver. Den können wir eigentlich auf zentralen Mittelfeldspieler versuchen zu trainieren. Auch hier für uns ein komplett ausreichendes Talent. Andreas Koshinat, auch solider Keeper. Wie groß? 1,90. Finde ich persönlich auch komplett solider Keeper. Talent kann wie gesagt ja noch hochgehen. 3,5 Sterne sind auf jeden Fall ausreichend. Wir haben dann eine Menge gute Jungs dabei. Hier die unten sind jetzt vielleicht nicht ganz so interessant, aber hier oben die Jungs werden wir auf jeden Fall holen. Ich weiß nicht, ich warte mal noch dieses komische Spiel da ab. Das ist ja immer so ein Testspiel. Und danach werden wir mal gucken, dass wir da ein paar Verträge den Boys anbieten können. Ich habe gerade noch so ein kleines Testspiel zwischen reingeworfen, weil wir gerade hier Länderspielpause hatten. Und das haben wir 3-0 gewonnen gegen TuS Hoheneckens, also gegen irgendeinen einheimischen Verein. 34:0 Torschüsse, eigentlich müssten da viel mehr Tore fallen als nur 3, aber egal. Das war jetzt einfach nur für die Spielpraxis, vor allem für die, die halt sonst nicht spielen. Und was ich noch sagen kann, die Jugendspieler, bei denen ich jetzt die Angebote gemacht habe, also ich habe nicht bei allen, aber so bei den Besten, die haben soweit alle angenommen. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir rein in die Highlights, beziehungsweise gucken uns die Tore an vom Halle-Spiel. Okay, wir gehen doch noch nicht ins Spiel rein, weil ich es tatsächlich geschafft habe, noch einen weiteren Spieler für die nächste Saison an Land zu ziehen. Und zwar der 17-jährige Silvan Schwegler, ist Schweizer, nicht U-Nationalspieler, aber auf jeden Fall Schweizer
Jungspund, sag ich jetzt mal, spielt auf der 6. Eher kleiner Abräumer, sage ich jetzt mal, aber die Werte sind krank für einen 17-Jährigen. Passen auf 14, Tackling auf 14, Deckung muss er noch ein bisschen dran arbeiten. Seine Zielstrebigkeit ist leider ein bisschen niedrig, aber hier mental ist er auch krass unterwegs. Selbst hier ist er eigentlich ziemlich solide unterwegs. Also die Werte sind top, außer Kraft, Konzentration und solche Sachen, aber da kann man theoretisch noch dran arbeiten. Und laut Scout hat er ein riesen Potenzial und ist abgesehen davon schon aktuell mit seinen 17 Jahren der 7. beste Spieler auf dieser Position. Und ich denke mal, dass der ein richtig guter Mann ist für die Zukunft. Wir haben uns da sogar gegen einige relativ große Mannschaften durchsetzen können. Verdient auch gar nicht so krass viel. Ich glaube knapp 700 Euro waren es. Letztendlich dann wöchentlich. Ist auch erst 17 Jahre jung, muss man auch noch sehen. Aber das wäre auf jeden Fall ein Talent, der sowohl für die dritte Liga als auch für die zweite Liga auf jeden Fall einer für die Zukunft für uns wäre. Guck mal, sein Abschluss ist sogar stark, also richtig, richtig guter Mann. Hat auch eine sehr gute Durchschnittsbewertung in seinen Spielen für die U18 von Aarau. Also da bin ich sehr zufrieden, dass wir den dann doch noch bekommen haben. Ist vielleicht ein bisschen langsam vierer Antritt, aber wie gesagt, die wichtigen Werte, die hat er alle. Und sein Potenzial ist auch riesig, deswegen guter Mann. Der wird da dann nächstes Jahr zu uns stoßen. Okay, gleich wieder früher, schneller Start, aber diesmal nicht für uns. Schmidt ist direkt durch und macht es auch. Diesmal starten die Gegner schnell. Ein langer Ball reicht, Gottwald verschätzt sich da komplett. Und dann ist Schmidt durch und der Abschluss ist dann halt auch eiskalt. Da ist keine Chance für Spa jetzt da irgendwie ranzukommen. Also, ja, sehr bitterer Start. Jetzt mal eine Torchance für uns da draußen. Hercher, schöner Ball, leider abgeblockt. Redondo hat ihn aber noch. Chivchi, Püri, Jasula und dann ist da der Ausgleich. Das haben wir mal richtig schön gespielt und letztendlich ist Jasula eiskalt. Püri legt ihn dann nochmal auf Chivchi wieder auf Püri. Püri legt ihn rüber und Jasula. Sehr, sehr schöner Abschluss. Einfach flach ins Eck. Reicht manchmal. Muss man gar nicht hart schießen. Diesmal Einwurf Halle dort. Können sie daraus eine Torchance entwickeln? Bisher sieht's nicht danach aus. Denn Chivchi holt sich den Ball jetzt. Püri auf Ritter, der auf Jasula, der heute wieder sehr aktiv ist. Ritter kriegt ihn noch. Legt zurück auf Held. Und er macht ihn nicht in Jasula. Abseits. Und das war's. Ist nichts mehr passiert. Die Einwechslungen konnten auch nichts mehr machen. Jasula, Riesenspiel. Hercher hat auch ganz gut gespielt. Ritter hat sich wahnsinnig gesteigert. Erste Halbzeit war eigentlich ziemlich schwach. Zweite Halbzeit war dann doch gut. Und wir bleiben dennoch noch auf Platz 2, denn Dresden ist jetzt mittlerweile punktgleich mit uns und Saarbrücken konnte auch ranrücken. Einziger Trost ist, dass 1860 München nur unentschieden gespielt hat. Somit bleiben wir erstmal einen Punkt hinter denen. Aber es schiebt sich alles immer mehr zusammen. Bayerns Zweite gewinnt auch. Jetzt sind wir mittlerweile nur noch 4 Punkte vor Mannheim. Ey, krass. Oh, solche Spiele müssen wir gewinnen. Aber andererseits, Halle ist ein richtig ekliger Gegner. Die haben da unten, schon gegen einige Mannschaften oben gewonnen. Unter anderem, glaube ich, auch 1860 und Saarbrücken. Glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Einwurf Kraus dort draußen, warum auch immer. Aber wenn es klappt, ist alles gut. War das jetzt ein Elfer? Es war ein Elfer. Warum war das ein Elfer? Hä? Egal, ich meine, wir machen das Tor. Ritter macht sein 8. Saisontor. Hübscher Elfmeter. Ich weiß nicht, warum es da gerade Elfmeter gab. Also der hat doch Jasula mit dem Ball angeschossen, oder? Egal. Seedorf, Ritter, Jasula wieder, Sickinger, Jasula. Das geht jetzt schön hin und her dort im Zentrum, aber keiner wagt mal was Richtiges. Und jetzt fangen wir uns da den Konter. Jetzt Röser dort mit der Flanke abgelegt und wunderschönes Tor von Mirko Boland. Und das können wir uns jetzt irgendwo auch selbst zuschreiben. Das haben wir einfach nicht gut gespielt vorne. Viel zu umständlich und dann fangen wir uns halt einfach diesen Konter.
Ein wunderschöner Abschluss dort von Boland. Jetzt nochmal eine Torchance kurz vor der Halbzeitpause. Redondo macht es eigentlich ziemlich gut heute. Jetzt Luschek da draußen wieder. Chivci mit der Flanke, die rutscht durch. Und Marlon Ritter ist dort und macht seinen Doppelpack. Und extrem wichtiger Zeitpunkt und ein extrem wichtiges Tor, denn die Konkurrenz ist gerade ein wenig am Schwächeln. Das schauen wir uns aber hinterher nochmal an. Aber erstmal die Flanke rutscht da irgendwie durch. Jasula kommt da nicht mit dem Kopf ran und Ritter ist dann halt einfach viel zu frei und dann macht er das Ding halt. Aber wir kriegen wieder keinen Kopf hin. Also müssen wir wieder hinten rum. Hercher, schöner Ball auf Ritter. Sehr gut gesehen von Sickinger. Jetzt könnte Seedorf... Schöner Ball auf Sessa! Und er macht's auch noch. Ich habe ihm nach Ewigkeiten mal wieder die Chance gegeben zu spielen. Seedorf wieder mit einer wunderschönen Vorlage. Hat gefühlt jetzt auch schon 3-4 Vorlagen in dieser Saison. Und Sessa mit einem wunderschönen Abschluss. Und macht mehr oder weniger den Deckel erstmal drauf, hoffe ich. Und so ist es. Wir gewinnen 3-1 gegen Lübeck. Und jetzt schauen wir mal kurz, was die Konkurrenz so gemacht hat. Wir rutschen wieder hoch auf Platz 2. Ne, warte, wir waren auf Platz 2. Wir bleiben auf Platz 2. So. Oh, das gibt's nicht. Saarbrücken dreht das Spiel noch. Saarbrücken lag nämlich vorhin 2-1 hinten gegen Türkgücü München. Aber leider haben die es noch gedreht in Person von Uafero. Und Bayern 2 hat immerhin nur unentschieden gespielt gegen Ingolstadt, sprich die sind jetzt erstmal wieder 3 Punkte weg von uns. Dresden hat verloren gegen Unterhaching. Und wen haben wir noch da oben? 1860 gewinnt gegen Werl 1-0. Aber das ist natürlich schon mal sehr gut, dass die Teams da zumindest schon mal weg sind. Ich habe gesagt, Platz 3 ist mein Ziel. Platz 2 wäre natürlich noch besser, dann müssen wir uns nicht noch in der Relegation quälen. Aber das ist schon mal gut, dass wir da 4 und 5 erstmal von uns weghalten können. Das ist krass. Wir haben am 31. Spieltag schon den ersten Absteiger mit Türkgücü München. Die haben keine realistische Chance mehr auf den Klassenerhalt. Ich meine, 12 Punkte nach 31 Spielen sind 13 Punkte... 23. Stark, wenn man rechnen kann. 23 Punkte Rückstand auf den 16. Das kann man nicht mehr aufholen. Das ist Schalke-Niveau schon fast. Nee, Spaß. So schlimm ist es bei Schalke nicht. Aber das ist der erste. Und damit ist Türkgücü München der erste Absteiger in dieser Saison. Da wird sich nichts mehr dran ändern. Die sind abgestiegen. Es ist soweit. Topspiel gegen Saarbrücken. Wir gehen mit dem gleichen Team rein wie eigentlich in den letzten Wochen auch. Da hat sich so eine kleine Stammelf rauskristallisiert, die das halt wirklich gut machen, gut eingespielt sind und in die ich da auch Vertrauen habe. Mit denen gehen wir jetzt rein in das Spiel gegen Saarbrücken. Ein Sieg wäre so ungemein wichtig im Aufstiegsrennen und eine Niederlage wäre so ein herber Rückschlag. Deswegen richtig wichtige Partie, wahrscheinlich sogar die wichtigste Partie dieser Saison. Let's go. Die Teams sind bereit. Die Schiris werden es auch gleich sein. Ich bin bereit. Und das Spiel geht los. Mal schauen, wie das Ganze so laufen wird. Wir gehen erstmal nur rein, kontrolliert, auch wenn vorgeschlagen wurde, dass wir offensiv reingehen sollen. Ich will jetzt hier nicht zu viel Risiko gehen, weil halt doch extrem viel an diesem Spiel hier hängt. Bisher tut sich tatsächlich aber nichts. Muss hier anscheinend wirklich die erweiterten Highlights einstellen. Also es ist 30 Minuten lang nichts Spannendes passiert. Ich meine, wir spielen nicht schlecht, aber es ist irgendwie nichts passiert. Jetzt mal Ecke, Ritter. Und die Konterchance für Saarbrücken. Die bisher wirklich noch nicht wirklich drin in der Partie waren, aber wir haben halt noch nicht gute Torchancen entwickeln können. Spielen das nochmal hinten rum. Jetzt der lange Ball kommt an bei Schipnowski. Und da ist das Tor. 1-0. Markus Mendler spielt eine überragende Saison. Mehr oder weniger aus dem Nichts kam das Ganze. Jetzt, ich glaube, zweite, dritte Torchance. Und das machen wir nicht gut. Machen wir einfach nicht gut, kommt da viel zu leicht zum Flanken und dann, das ist ein Markus Mendler, ich meine, der ist jetzt nicht der größte Mann, dort so frei zum Kopfball kommt, geht einfach nicht. Vielleicht können wir aber gleich den Ausgleich machen, nee. Im Gegenteil, wir fressen noch einen Konter, weil Graus schon wieder die Einwürfe macht, ich check's nicht. Ich vergesse es aber auch immer wieder, das zu ändern und da ist es 2-0, Niklas Schipnowski und jetzt haben wir ein riesen Problem. Wir gehen auf Offensiv, aber was, also Kraus wirklich, wenn der so weitermacht, ich will den nicht mehr. Also,
nicht nur, dass also der spielt die letzten Spiele nicht gut, dann diese ständigen komischen Ausflüge und jetzt fressen wir auch noch ein Tor, deswegen. Das geht so einfach nicht. Okay, nächste Torchance jetzt. Vielleicht jetzt mal für uns. Nicht, dass wir uns jetzt hier wieder einen dummen Konter fressen. Wird er jetzt erstmal raus auf Seedorf, der da relativ viel Platz hat und erstmal mit Tempo in den Strafraum zieht. Das sieht wieder Ritter, aber abgeblockt. Leider. Aus der Ecke wird eh nichts, so wie ich unsere Ecken bisher kenne. Ah! Immerhin mal einen Kopfball. Und jetzt auch gleich die nächste Chance wieder. Langer Ball, Rieder kommt nicht ran. Jakob und Spajic sieht nicht gut aus. Und das war's. Also ich lege mich schon mal darauf fest, das war's mit diesem Spiel. Und das war's auch erstmal mit Platz 2. Den kann man halten. Also Spajic, wenn wir, falls wir wirklich aufsteigen sollten, dann können wir das absolut nicht mit Spajic machen. 6,4er Bewertung, Sickinger auch gar nicht mehr drin im Spiel. Jetzt vielleicht nochmal die Chance, Redondo jetzt mal auf den Außen, legt zurück auf Chivchi, Jasula kriegt das Ding aber auch nicht ins Tor rein. Es ist einfach verhext, Leute. Jetzt wieder die Saarbrückener, Chipnowski wieder viel zu viel Freiraum da draußen. Vielleicht können wir aber sogar noch kontern. Nachspielzeit läuft noch. Redondo auf den Außen. Chipnowski verfolgt ihn da aber. Luschek jetzt vielleicht. Nee, Chivchi zurück auf Sickinger. Aber nicht optimal gespielt. Egal. Seedorf hat Platz. Ritter jetzt rüber auf Chivchi. Zurück auf Ritter. Und da ist der Anschluss. Da ist zumindest der Anschlusstreffer. Kurz vor der Halbzeitpause. Der nochmal sehr wichtig ist. Ich meine, die Jungs spielen ja jetzt nicht schlecht. Abgesehen von Spajic. Aber die Gegentore, die wir da kriegen, gingen halt einfach viel zu einfach. Jetzt wenigstens der Anschlusstreffer. Und gleich nochmal die Chance für Saarbrücken. Mendler dort immer noch auf den Außen. Wird nicht angegriffen und da ist Sebastian Dacob da und nimmt mir wieder komplett die Hoffnung. Es ist unfassbar, wie schlecht wir defensiv da stehen. Es ist wirklich, es ist einfach Verteidigungsverweigerung. Also wenn du da so frei die ständig zum Kopfball kommen lässt. Ich meine, Luschek ist jetzt nicht klein, Rieder ist nicht klein, Seedorf ist nicht klein, Püri ist nicht klein, Jasula ist nicht klein und dann geht da keiner mal zum Mann. Das verstehe ich einfach nicht. Die haben 4 Schüsse aufs Tor und es steht 4-0. Es ist unfassbar. So, Doppelwechsel. Ich nehme Luschek raus, der schlecht gespielt hat. Dafür kommt jetzt Hercher rein und in den Sturm kommt jetzt noch Röser anstelle von Sickinger, sprich nochmal offensiv gewechselt, aber das wird nichts bringen. Im Gegenteil, dieser Brückner wieder im Angriff gewesen. Na gut, wird auch nichts aus dieser Torchance. Seedorf schenkt den Gegner den Ball. Jakob macht den wahrscheinlich rein von dort. Nee, war aber auch wieder knapp, wäre das jetzt kein Abseits gewesen. Jetzt vielleicht mal ganz gute Spieleröffnung dort. Redondo mal mit ein bisschen Platz. Geht in den Strafraum rein und holt den Elfmeter raus. Der aber eher schmeichelhaft war, wenn man ehrlich ist. Aber es würde zum Tag passen, wenn Röser den verschießt. Nee, er macht ihn. Wieder der Anschlusstreffer. Aber vorhin wissen wir ja, wie das war mit dem Anschlusstreffer. Ja, wir können auch gerade nicht groß was machen. Ich will jetzt auch nicht unbedingt wechseln. Ich meine, die Offensive spielt gut. Wir haben leider einen Totalausfall und der heißt Spajic. Und der reicht halt aus, dass wir hier hinten liegen. Jetzt mal wieder eine Torchance. Nee, Jasula mit einem miserablen Fehlpass und so wie bisher die Konter gelaufen sind, wird das wahrscheinlich wieder eine gute Torchance. Nee, Redondo macht's mal richtig gut. Und jetzt können wir vielleicht mal kontern. Über Chivchi, nee, der muss wieder hinten rum. Jetzt immer vielleicht Rieder auf Kraus. Der mit dem langen Ball auf Röser. Ah, Mann. Wer hätte den gemacht, hätte es mal richtig spannend werden können. Aber so leider nicht. Wieder miserable Ecke von Ritter. Also die Ecken, da, ich muss da mal was machen. Aber ich vergesse das immer, Mann. Das ist irgendwo meine Schuld. Da darf ich mich jetzt nicht aufregen. Röser jetzt nochmal schön rausgelegt auf Seedorf, der eigentlich auch ein gutes Spiel macht. Ritter rüber auf Redondo. Aber der Ball will nicht rein. Und jetzt vielleicht die Konterchance, so ist es. Mendler schneller als Seedorf. Und da ist fast Jakob zum dritten. Oder zum vierten, weiß ich gar nicht. So, jetzt nochmal
Schöner Ball auf Röser, aber der Typ trifft das Tor nicht. Warum kann an so einer Stelle nicht mal Pyri stehen? Der würde die Dinger im Schlaf reinknallen aus der Distanz. Noch mehr Ecke, weil das Problem ist, die bringen uns leider nichts. Nee. Wieder eine Ecke. Also so viele Ecken, wie wir in dem Spiel haben und so wenig wieder rausgekommen ist, das ist echt peinlich eigentlich. Jawohl, erstmal hinten rum. Wir haben die Zeit, Jungs. Jawohl. Jawohl. Jetzt mal Redondo, vielleicht ein bisschen Tempo. Nee. Hercher hat zum Glück noch den Ball. Shift-G. Was war das denn jetzt bitte? Und jetzt sind wir komplett offen hinten. Mendler, Kraus mit einer richtig wichtigen Grätsche. Aber deren Ecken sind im Gegensatz zu unseren Ecken halt wirklich gefährlich. Okay, die können wir jetzt erstmal klären, aber die Saarbrückener bleiben da weiterhin am Ball und da ist niemand am Verteidigen, niemand. Wir machen einfach jetzt volle Offensive, Dreierkette und. Ich meine, wir haben nichts zu verlieren. Vielleicht macht Kleinsorge noch irgendwas Wichtiges, Schönes. Nee, wahrscheinlich werden wir jetzt eher nochmal ein paar Gegentore fressen. Aber wir müssen die Tore theoretisch machen. Wenn wir jetzt noch eins kriegen, ist eigentlich scheißegal. Chipnowski auf den Außen. Hercher kloppt das Ding weg. Also wirklich, was ist denn das? Jetzt vielleicht nochmal eine Chance für uns. Hercher knallt das Ding vorbei. Mann, die Jungs schaffen es auch nicht, aufs Tor zu schießen. Und das war es jetzt, glaube ich, auch. Vielleicht nochmal Ritter. Nee. Im Gegenteil, jetzt nochmal der Konter. Shift-G und Kraus jeweils nicht am Hingehen. Mendler macht dann noch das Tor. Nee, Spajic hält heute auch noch ein. Nochmal die Eckballchance für Saarbrücken, hier alles endgültig klar zu machen, obwohl es auch so schon klar ist. Und jetzt ist es spätestens durch. Das ist echt krass, wie man mit einer eigentlich guten Leistung 4-2 aufs Maul kriegen kann. Das verstehe ich nicht. Wir haben gut gespielt. Wir haben gut gespielt. Wir haben nicht eine schlechte Note außer Luschek und Sickinger. Aber wir haben 4-2 verloren. Und das geht nicht in meinen Kopf rein. Aber es kann auch einfach sein, dass Saarbrücken einfach gut gespielt hat. Aber, und das tut jetzt richtig weh. Wir rutschen wieder auf Platz 3. Und theoretisch, na gut, Bayern 2 wird schwierig, dass sie an uns vorbeiziehen. Genauso wie Dresden. Aber die können jetzt punktgleich ranrücken. Und 1860 München könnte theoretisch noch davonziehen. Richtig bitter, richtig herber Rückschlag, ganz, ganz übles Ding. Und jetzt ist halt einfach Dresden wahrscheinlich wieder an uns dran, Bayern 2 an uns dran und mit einem Sieg wäre jetzt Mannheim, na gut, 4 Punkte hinter uns. Mannheim würde ich jetzt mittlerweile aus dem Aufstiegsrennen ein bisschen rausziehen. Aber, Mann, jetzt machen wir uns wirklich die Arbeit der letzten Wochen kaputt mit diesem Spiel hier. Wir warten jetzt noch die Spiele ab, die dann noch ausstehen. Und danach ist die Folge dann erstmal zu Ende für heute. Es kotzt mich an, aber was soll man machen? Wir haben gut gespielt und haben das Tor nicht getroffen. Und dann verliert man halt solche Spiele. Okay, die Spiele sind gespielt, außer das Spiel von Bayern 2. Das machen wir gleich. Dresden gewinnt wie erwartet gegen Duisburg. Damit sind die jetzt punktgleich mit uns. Ingolstadt gewinnt 5-0 gegen Meppen. Die haben, glaube ich, das letzte Spiel verloren. Da schießen sie sich jetzt aber mal richtig den Frust von der Seele. Köln gewinnt 3-2 gegen Halle. Okay. Zwickau gewinnt 3-0 gegen Magdeburg. Also gegen Magdeburg. Also Magdeburg in diesem Jahr irgendwie mal gewinnen sie, mal verlieren sie. Aber man kann nie sagen, was in dem Spiel passieren wird, so ungefähr. Lübeck unentschieden gegen Mannheim. Gut, damit hat sich Mannheim jetzt mehr oder weniger offiziell aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Denke ich jetzt mal. 1860 München gewinnt Graz so im Derby. Werl gewinnt gegen Oerdingen. Somit richtig wichtige 3 Punkte im Abstiegsrennen dort unten. Und Unterhaching gewinnt gegen Wiesbaden. Und Bayerns Zweiter hat auch gespielt und die haben tatsächlich ebenfalls gewonnen. Und somit ist es so passiert, wie ich es erwartet habe. Wir haben mittlerweile 3 Mannschaften mit 59 Punkten. Dann Saarbrücken mit 61 Punkten davor und davor ist 1860 München. So gesehen herber Rückschlag für uns und das macht das Ganze natürlich nochmal spannender für die nächsten Wochen. Die nächsten Wochen werden richtig entscheiden, können wir nochmal drauf gucken, bevor wir die Folge hier beenden. Es sind nur noch 6 Spiele. In der nächsten Folge gehen wir 3 Spiele an, unter anderem das Spiel gegen 1860 München, wo die wahrscheinlich ungefähr, also gefühlt den Aufstieg klar machen können oder halt nochmal richtig
richtig Angst bekommen können, dass die ihren Aufstieg noch verspielen, nachdem sie eigentlich gefühlt dauerhaft Erster waren. Und Duisburg und Unterhaching sind auch keine Mannschaften, die man jetzt unterschätzen kann. Sprich, nächste Folge wird richtig eklig. Und dann gegen Oerdingen, Köln und Werl wird ebenfalls nicht einfach, weil Köln und Werl immer noch gegen den Abstieg spielen. Sprich, wir haben jetzt 6 harte Partien vor der Brust in den nächsten Wochen. Es wird nicht leichter. Es wird auch nicht sicherer, weil wir halt immer mal wieder so dumm verlieren, wie jetzt gegen Saarbrücken, einfach 4-2. Aber was sollen wir machen? Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bezüglich des Kaderausmistens, ich habe mal ein paar Spiele angeboten, aber es sind noch nicht wirklich Angebote reingekommen, außer für Spalvis. Das habe ich aber bisher noch nicht gut genug gefunden. Da will ich lieber noch abwarten, ob wir aufsteigen oder nicht, weil falls wir aufsteigen sollten, wird sein Marktwert bestimmt nochmal hochgehen, dann würden wir nochmal mehr für den bekommen. Den würde ich aber wahrscheinlich trotzdem verkaufen, auch wenn wir aufsteigen. So, das war es jetzt aber wirklich mit dieser Folge. Ich hoffe, man sieht sich beim nächsten Mal wieder und bis dahin. Ciao, ciao.